Wie vereinbart man eigentlich Studium und Beruf? Ich würde sagen, das kommt ganz auf den Beruf drauf an. Also zum Beispiel eine Tutorentätigkeit oder etwas, das nur geringfügig ist, das lässt sich wahrscheinlich sehr gut vereinbaren. Also, da habe ich auch Erfahrung. Ich glaube, desto höher die Stundenanzahl, desto schwieriger wird es mit dem Studium zu vereinbaren. Ich glaube, erst recht dann, wenn die Arbeitszeiten sich mit den Kernzeiten des Studiums überlappen. Und da ist es eben schwierig, dass das Studium trotzdem im Fokus bleibt oder im Fokus bleiben sollte, weil das ja im Prinzip die Haupttätigkeit ist. Also für mich persönlich war das sehr schwierig und ich habe auch sehr viele Vorlesungen nicht besuchen können, die ich eben besuchen wollte. Und das Nachlernen von den Unterlagen ist halt deutlich aufwendiger als das eigentliche Besuchen der Vorlesung. Also ich kann jetzt auch nur aus der Perspektive einer Tutorin sprechen. Und hier sehe ich sogar die Gefahr, dass man das ein bisschen zu viel vermischt. Also mir ist klar geworden, so als ich jetzt zwei Tutorenstellen angenommen habe, ich mir öfters gedacht habe, okay, jetzt habe ich für heute die Uni-Arbeit erledigt und was ich eigentlich gemacht habe, ist nur Tutorium vorbereiten oder mehr Angebot zur Verfügung stellen für die Studierenden, aber so auf mein Studium dann eher so ein bisschen weniger geachtet. Also hier verschwimmen die Grenzen oft zwischen, was ist jetzt Job und was ist das eigene Studium, wenn man zufällig gerade Tutorin ist, eben beim eigenen Studium. Also ich kann persönlich auch nur aus der Erfahrung von einem Studienassistenten reden, also als Studienassistent oder zumindest bei auch geringfügiger Anstellung. Also es ist so, ja, dass also wenn es ja 10 Stunden pro Woche sind, also dann ist es auf jeden Fall machbar. Also es hängt natürlich ab, wie lange, also wie viele Stunden pro Woche man arbeitet. Also ich kenne auch welche, bei denen es mehr ist, und dann ist es logischerweise auch schwieriger, alles gut einzuteilen. Und ich würde sagen, im Prinzip so am Anfang des Studiums ist es relativ gut, beides, also es ist relativ einfach, beides zu verbinden, wenn man noch relativ viel Auswahl hat, eigentlich, was die Lehrveranstaltung angeht, und wenn es auch von den Zeiten her möglich ist. Und dann, je mehr man sich eigentlich dem Ende des Studiums annähert, desto schwieriger wird es dann auch. Also wenn man dann ich habe jetzt vorhin vom Feldpraktikum erzählt, also wenn es dann wirklich sein kann, okay, man ist dann halt 3 Wochen nicht da, also 3 Wochen nicht in Wien, also zu den Zeiten, wo man noch sowas woanders machen konnte, logischerweise. Aber hoffen wir mal, dass es in Zukunft wieder möglich sein wird. Also dann muss man natürlich es auch, sich auch leisten können, dann 3 Wochen lang fehlen, also zu fehlen bei dem Job. Und wenn es dann halt einzelne Module gibt, wo pro Semester nur 1 oder 2 Lehrveranstaltungen angeboten werden, und dann dementsprechend nur 1 oder 2 Uhrzeiten, dann ist es vielleicht auch nicht so einfach. Und das ist halt auch, wie gesagt, eher beim Ende des Studiums. Was die Masterarbeit angeht, dann ist es nochmal was anderes. So, wenn ich komme nämlich demnächst in diese Situation, wo ich dann nur noch in Anführungsstrichen die Masterarbeit hat, da kann man sich das dementsprechend ein bisschen freier einteilen. Ich denke mal, dann ist es auch möglich. Also, es hängt, wie gesagt, vom Aufwand ab und vom, ja, wo man sich gerade im Studium befindet. Ja, ich teile die Meinung der anderen auch. Also es hängt einerseits sehr vom Stundenausmaß ab. Prinzipiell denke ich, ist es schon gut vereinbar. Natürlich abhängig davon, wie viele Stunden man nebenbei arbeitet. Ich finde, es hängt aber trotzdem, oder anders gesagt, man sollte das Masterstudium, den Zeitaufwand vom Masterstudium nicht unterschätzen auf der anderen Seite, wenn man daneben arbeitet. Es gibt nämlich immer Phasen im Semester, speziell dann ab Mitte des Semesters, Ende des Semesters, wo relativ viel auf einmal dann zusammenkommt, und das lässt sich oft dann auch schwer verhindern. In meinem Studium ist dann zum Glück der Fall, dass diese Phasen natürlich eher begrenzt sind, trotzdem dann sehr intensiv. Und was ich daher eben oft versuche, schon während der Semesterplanung, dass ich eben versuche, möglichst auch vorausschauend zu planen. Das heißt, ich schaue mir an, wann die Abgaben fällig sind von den Lehrveranstaltungen, die ich besuchen möchte, wann die Prüfungstermine sind, wann Präsentationstermine sind zum Beispiel, und schaue, dass ich mir die Lehrveranstaltungen so aussuche, dass nicht
zwangsweise alles sozusagen zusammenfällt. Und was ich dann auch ganz gerne mache und worüber ich auch sehr froh bin, dass das angeboten wird, ist, dass ich Prüfungstermine eben auch in vorlesungsfreier Zeit mache. Also sprich in den Sommermonaten oder auch im Februar, also zwischen dem Winter- und Sommersemester, um einfach zu versuchen, zu verhindern, dass viel eben auf einmal zusammenkommt. Also das denke ich, ist auch ganz, ganz nützlich, wenn man das eben versucht, eben in der Planung ein bisschen zu berücksichtigen, indem man eben vorausschauend plant und eben versucht, dass da nicht alles zusammenkommt. Die Art, wie ich über das nachdenke, ist, dass die Idee von 30 CDS im Semester ist ja eigentlich die, dass das, wenn ein CDS 25 Arbeitsstunden wert ist, wenn du 30 im Semester machst, dann hast du rein rechnerisch eigentlich eine 40-Stunden-Woche. Also das ist ungefähr die Idee, das teilt sich dann so auf. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass wenn du 40 Stunden arbeitest und dann 30 CDS im Semester machen möchtest, du rein theoretisch halt einfach zwei Vollzeit-Jobs hättest. Und halt auch, also das ist halt einfach extrem schwierig. Das ist nicht unmöglich, aber es ist extrem schwierig. Ich glaube, man sollte sich dessen bewusst sein, dass ECDS zu machen einfach quasi Arbeit ist und dass der so verrechnet wird. Und du hast da eine gewisse Stundenwoche. Und das darfst du eigentlich nicht unterschätzen. So, das ist jetzt mal so dahingestellt. Ich habe jetzt, also ich kenne es jetzt auch noch als Tutor, ich bin Tutor und Studienassistent. Das sind, ich glaube, 18 Stunden oder sowas bin ich in der Woche angestellt. Ich finde, das ist tatsächlich ziemlich okay. Also das ist echt ein okayes Ausmaß an Arbeit, da wo ich dann noch sehr viel mich aufs Studium konzentrieren kann. Also ich kann das geht, vielleicht liegt es ja daran, dass halt meine Anstellung tatsächlich halt auch fachlich ist und das einfach nur eine andere Art ist, über das Fach nachzudenken oder sich mit dem Fach zu beschäftigen, indem du das halt tutorierst oder indem du halt Studien, also organisatorisch für einen Professor arbeitest oder Professorin. Aber das finde ich ist tatsächlich ziemlich okay. Also so alles zwischen 15 und 20 Stunden mit einem halbwegs normalen Studienfortschritt kann ich mir echt gut vorstellen. Alles, was darüber hinausgeht, wird irgendwie schwierig. Also ich weiß von meiner Freundin, die arbeitet 20 Stunden oder die ist angestellt für 20 Stunden die Woche, macht jetzt den Master und arbeitet natürlich mehr als 20 Stunden die Woche. Sie arbeitet in der Redaktion bei Falstaff und so ist, also das ist halt irgendwie, also Falstaff ist wie alles in der Gastro, da wo deine Arbeitsstunden nur am Papier genauso viel sind, wie es sind und überall anders halt einfach überzirkst die ganze Zeit. Und sie, ich merke es bei ihr, sie struggelt halt schon oft, weil halt wieder irgendeine Woche ist, da wo in der Arbeit echt viel zum Tun ist, aber gleichzeitig im Studium viel zum Tun ist, weil ein paar Abgaben sind. Und ich glaube, das Beste ist echt, so wie der Johannes sagt, dass du einfach schaust, dass du was antizipierst und im Vorhinein planst, dass solche Sachen, dass solche Kollisionen verhinderst. Aber ich glaube, dass das einfach hin und wieder nicht möglich ist. Ein paar Mal gibt es Sachen, da kommt irgendwas von links außen, du hast was übersehen und dann hast du drei Abgaben und es ist gerade stressig in der Arbeit, weil du musst, keine Ahnung, Prüfungen organisieren oder sie jetzt bei Falstaff irgendwas machen. Sowas wird halt einfach immer passieren. Also ich glaube, das Beste, was du machen kannst, um solche Sachen zu präventieren, ist einfach, sie zu antizipieren und schauen, dass du ihnen aus dem Weg gehst. Aber es wird einfach, glaube ich, nicht immer möglich sein. Also ich glaube, man muss sich darauf einstellen, dass es Wochen geben wird, wo halt echt irgendwie ganz schön viel zusammenkommt.